Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde ohne Pferd. Genau, hinter mir ist Iro und wir werden gerade verfolgt. Iro und ich hatten schon auf der Seite hier hinten, war das glaube ich, hier hinten, da wo ich mit dem Cursor hinzeige, weil man das sieht, hatten wir einen Fohlen gefunden. Leider nur bis 1 bisher. Ja, wir waren ja eigentlich auf unserer Wanderung nach Osten. Wir wollten ja eigentlich so einen riesen Weg machen. Ist uns jetzt natürlich ein bisschen das Update dazwischen gekommen. Da dachten wir uns, okay, dann konzentrieren wir uns jetzt doch erstmal auf Reittiere. Und wir müssen ja auch unsere Sklavenpool wieder auffüllen, weil ihr habt uns ja auch gesagt, dass die Sklaven jetzt so nach und nach verschwinden werden. Genau, das heißt, wir müssen sowieso Sklaven jagen. Ja, das passt sich total super, weil heute 10.12. allgemeiner Tag der Menschenrechte. Wir müssen unbedingt Sklaven jagen. Echt? Ja, heute ist der internationale Tag der Menschenrechte. Juhu! Knüppeln wir auf die Menschenrechte. Oh, hier sind Krokodile. Und wir sollten auf jeden Fall eine bessere Keule und sowas machen, bevor unser Sklavenmeister nicht mehr. Ja, der ist aber in der neuen Basis, ne? In der neuen ist. Scheiße, weil ich renne gerade zur alten hin. Weil ich unbedingt noch ein Pferdchen finden wollte. Na gut, dann bringe ich das. Ja. Ich bin ja auch noch auf Pferdchen suchen. Vielleicht finde ich ja eins. Na gut, dann gehe ich erstmal zur Fick dich Basis. Ach, geh weg, Mann. Zu welcher? Zur neuen. Zur neuen, okay. Weil da sind auch die interessanteren. Ich sehe ein zweites Fohlen! Oh ja, Heinrich hat ein zweites Fohlen. Muss aber erstmal Menschen töten, es tut mir leid. Ja, alles gut, dann komme ich zu dir. Ich weiß ja, wo du bist. Kannst du, wenn schon mal weiterlaufen, ich sammle das Fohlen ein. Ah, er fickt mich gerade. Du hast es aber heute mit dem Ficken. Hattest du nicht gesehen? Entschuldigung, Entschuldigung. Geh doch mal sterben, Junge. Muzzletop und so. Jetzt vor allem, einsammeln. Ja! Ja! Mathilde kriegt jetzt auch ein Pferd. Mathilde kriegt. Und das Pferd wird Plötze heißen. Was? Nein! Was? Wie? Nein! Mein Pferd wird Plötze heißen. Das ist schlecht. Das können nicht beide Pferde Plötze heißen. Nenn dein Pferd anders. Also mir fällt es auch kein besseres. Dann heißt mein Pferd Epona, so. So, das ist irgendwas Komisches. Damit kann ich leben. So, und die fressen bestimmt gerne Rinde, die Pferdchen. Kein Fleisch? Keine Ahnung. Fleisch. Das sind Pferde. Pferde sind Pflanzenfresser. Fress doch alles. Wo warst du im Unterricht in der Schule? Die haben noch nicht mal Reißzähne. Die haben nur Mahlzähne und ein paar Schneidezähne. Ich war bestimmt damals bestimmt bei Mediamarkt oder Saturn und ich habe damals Tekken gespielt zu der Zeit. In der 5. Klasse? Na, ich weiß es nicht. So Raubtiere und so, das macht man so 4., 5. Klasse. Es kann sein, vielleicht war ich. Da warst du vielleicht noch brav. Ach, wer weiß. Lang ist es ja, wir haben Pferdchen. Ja. Das ja. So Bock auf Pferdchen. Ja, ich auch. Endlich durch die Gegend reiten. Ja, dann sind auch unsere Touren dann ein bisschen. Ja. Flotter. Genau. Genau, also wir können auch erstmal einen Break machen, dann treffen wir uns in der neuen Basis. Genau. Wir machen eine Unterbrechung, wir melden uns wieder, wenn wir beide in der Basis sind. Den Weg habt ihr schon häufig genug gesehen. Unnötig, das jetzt nochmal extra zu. Oh, ich sehe auch noch ein Pferdchen. Soll ich noch ein Ersatzpferdchen mit? Ein Reservepferdchen. Vielleicht können unsere Sklaven auch reiten, wer weiß. Nur mit. Ein flinkes Fohlen ist das. Flinkes? Ein flinkes. Warte mal ganz kurz. Was hast du? Iro. Iro. Nur ein Fohlen. Ha! Flinkes Fohlen habe ich auch. Warte mal, ein junges Pferd mit großem Potenzial und das andere ist flinke. Ein junges Pferd mit unstetem Schritt. Mhm. Süß. Es gibt die Eigenschaft süß. Ich
Ich glaube, das haben alle, aber das haben wir, glaube ich, schon mal festgestellt bei irgendwelchen Tierbabys. Ach so. Okay, ja, also dann sehen wir uns wieder, wenn Heinrich und ich beide in der Basis zurück sind und unsere drei Fohlen im Tierpferch sind und wir uns dann auf den Weg machen, dem Tag der Menschenrechte unseren Tribut zu zollen, indem wir neue Mitarbeitergespräche führen. Ja, Bewerbungsgespräche. Also bis gleich. Ciao. So, hallo ihr Lieben. Wir sind wieder da. Wir sind an unserem Tierpferch angekommen. Haben unsere Pferdchen hier abgeladen. Wir haben jetzt nur ein Problem. Wir haben keine Ahnung, was die scheiß Viecher fressen. Ja. Wir haben jetzt hier schon diverses Zeug reingepackt. Pflanzenfaser, Rinde, Holz, Samen, Aloeblätter, Wüstenbeeren. Wir haben keine Ahnung, was die scheiß Pferde fressen. Manu! Und ich fürchte, der Heinrich versucht das gerade herauszufinden. Ja, ich google, aber bisher nur nichts Gutes gefunden. So Standard-Scheißtiere. Vielleicht fressen die ja Honig. Dann müsste ich erst nochmal eine Imkerei bauen, aber das geht ja schnell. Ich baue mal eine Imkerei. Ich habe irgendwo nämlich was mit Honig gelesen, aber... Doof, 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 doof. Was brauche ich denn eigentlich für einen Imkerkorb? Holz und geformtes Holz. Das sollte ja kein Problem sein. Ich brauche nur 4 geformte Holz. Kann doch nicht sein, dass es noch keiner irgendwie geschrieben hat. Das ist doch zum Kotzen. Ach Mist, jetzt habe ich das ganze Holz rausgepackt. Scheiße. Ach, keinen Bock mehr. Ich will Pferdchen. Ja, ich auch, aber was frisst Pferdchen? Dämonenblut? Hat so schön gewesen. Wunzigkrebs. Bienenkönigin. Ich habe auch gerade kein Licht, ich muss mal kurz zurück. Ja, ich mache gerade mal ein bisschen Honig. Ich habe hier nämlich noch ein paar Arbeitsbienchen. Das kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwas Besonderes eigentlich ist. Also keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal Honig. Vielleicht mögen die Pferde Honig. I don't know. In der Zwischenzeit leere ich mich aus. So. Ja. Und ja. Haben wir noch Wunzigkret, sage ich schon. Ja, was denn? Hier Dingsbums für Schleim. Ach, hier ist ja noch ganz viel Honig. Ah. So, gucken wir mal, ob die Hottie-Hüs Honig mögen. Aua. Die stehen bestimmt voll auf Honig. Nee, auch nicht. Hä? Müssen wir vielleicht irgendwas bauen?
Gibt es da vielleicht einen extra neuen Ferch für? Geh mal bei Suche, du kannst ja da Suche oben bei den Attributen-Dingern eingeben, ganz rechts. Und da kannst du ja einfach mal Pferd eingeben. Vielleicht brauchen wir auch einen extra Pferdeferch. Ich meine, wir sind ja hier einfach nur reingegangen und haben gesagt, wir packen die Pferde da rein. Es gibt irgendwie was für botanische Pferde. Irgendwo so ein Brei, aber frag mich nicht, wie ich den... Kann ich nicht lernen. Ja, das ist irgendwie hier so ein extra Dings, aber das ist, wenn du da dieses Expansion Pack noch kaufst. Ja. Aber vielleicht muss man extra Pferdefutter machen, tatsächlich. Das kann man vielleicht in einem Dings machen. Herd, also. Oder? Lagerfeuer. Extra Pferdefutter. Hatten wir nicht mal so ein Futterferch? Ja. Nee, da kommt sie nur rein, wenn es... Hier sind ja auch keine Dings angegeben, keine... Ja, komm schon dahinter, wir kommen schon dahinter. Ich glaube, das wird wie so eine Folge planlos in Conan Exiles. Total. Das Problem ist. Planlos beim neuen Update. Ja, das Problem ist, die Tiere werden uns wegsterben. Ja, wir wissen ja jetzt wenigstens, wo wir die finden, ne? Ja, ist richtig, aber. Also man muss zumindest unter Rüstung einen Sattel bauen. So viel dazu, aber... Wieso sind hier noch so viele Gift? Stallmeister. Es gibt Ställe. Ah, ich wette, wir brauchen die dafür. Ein Gehege für... So, das Zimmermann. Was brauchst du denn dafür, Junge? Warum sehe ich das nicht? Ich muss das... Warte mal. Deine Mutter. Oh. Habe ich das gesehen? Verdammte Axt. Erstmal lernen wir das. So. Sehr gut, Heinrich. Gelernt. Ja, ich auf mich auch, aber wo kann ich es jetzt bauen? Selber bauen? Was steht da eigentlich immer irgendwo geschrieben? Ja, stand ja auch Zimmermann, aber beim Zimmermann wurde es mir nicht angezeigt. Wo ist denn das unter Bau und Überleben? Mal wieder schnell gehen soll. Wo denn so, hab's. Ah. So, wir brauchen nun noch Werkbank des Zimmermanns. Geformtes Holz und Zwirn. Wir hätten das ganze geformte Holz weggenommen. Und ich hatte nur noch 10 Stück. Echt? Kein geformtes Holz mehr? Vielleicht in der Schmiede? Pack denn nee, da geformtes nicht. Holz rein. Aber das Zwirn. Ah, eins habe ich noch gefunden. Den Zwirn. Jetzt komme ich gar nicht zum Entladen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen dabei. Aber geformtes Holz ist tatsächlich Mangelware. Ja. Ich packe aber mal unseren Sklavenmeister. Packe ich mal um. Ja. Ich kümmere mich dann gleich um die neuen Sachen, aber erst will ich Holz sammeln. Das ist, okay, gerade wichtiger. Ja, alles gut. Ach, ist das aufregend. Ja, wir sind ja gerade hier voll in der Phase. Also ich kann nur Ketten fesseln.
aber ich muss dafür also du kannst es machen, weil man braucht dafür das Wissen für die Lederfessel. Ja klar, die habe ich ja voll drauf. Da bin ich ja voll. Ja, ich aber nicht. Voll das gelehrt heißt, bin ich da drin. Voll gelehrt. Ja, ja, ja. So muss Scheiße loswerden. So, jetzt hacken wir mal ganz schnell Holz. Ich habe immer noch so viel Scheiße dabei, verdammt. Das ist richtig. Ah, hier ist geformtes Holz. Super. Das Hacken können wir nachher im Offscreen machen. So. Okay. Und herstellen. Vielleicht sind wir auch gleich schlauer, was wir dann quasi brauchen. Das ist sehr gut. Okay, da braucht man ein bisschen. Wo sind denn die ganzen Kristalle? Wo kommen die denn hin? Die sind tatsächlich gerade hier irgendwo noch teilweise, weil die anscheinend noch nicht richtig eingeordnet sind. Ich habe hier auch einen grünen Kristall, wo ich immer den her hatte. Und einen Schlüssel packe ich da auch mal rein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den selber gebaut habe. Schon vergessen. Ja, ich wollte ja hier Special Holz machen. Oh, hier ist schon vergammeltes Fleisch. Raus. Isoliertes Holz wollte ich ja machen. Stimmt, da war ja was. Ich weiß zwar jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, wofür ich das gebraucht habe, aber. Es wird schon für irgendwas gewesen sein. Kleidung, die du anhast, kannst du auch. Da steckt mal kein Geld mehr rein, die können verschwinden. Ah, jetzt kann man sich auch Infos hier nochmal. Ich weiß nicht, ob ich die vorher übersehen habe. Okay. Was machst du gerade? Ich krieg nichts mit. Ja, ich sehe, hab gerade. Man kann jetzt auch hier auswählen, so Informationen über ihre. Über die Kämpfer, die man so hat. Kämpfer, die man so hat? Wo gibt's deine Info? Wenn du da auf die zugehst und so E drückst, hast du jetzt hier Info. Das ist neu. Achso, länger drauf. Oh. Ja, Info. Der hat ja noch Nachschub. Tussi hat ja noch Nachschubmaterial. Ah, man sieht die Vorteile, die freigeschaltet. Und er kann dreimal aufsteigen. Drei Vorteile reingeben. Toll. Äste und Steine. Ja, kann ich gebrauchen. Also Steine zumindest. Also Steine oder Ziegel? Alles, alles. So, was brauchen wir denn? Ach, Zuchtmeister? Das ist der Zuchtmeister? Werkbank, der ist voll draus. Oh ja, der kann hier Kettenfesseln basteln. Ja. Stahlbarren. Kriegst du sofort diesen Eisenbarren. Oh, so viele Stahlbarren haben wir gar nicht mehr. Bevor wir. Ach, Stahl, ich habe extra Eisen reingepackt, sorry. Nee, ist ja kein Ding. Ups. Ich kann's. Aber nicht warum bauen. Bin ich denn so voll? Ach so, wegen der Steine. Erfordert Lederfesseln Wissen. Lederfesseln Wissen. Warum habe ich das Lederfesseln Wissen nicht? Du kannst doch Lederfesseln machen. Ja, aber ich hab's angeblich nicht. Oh, die Ställe sind fertig. Willst du die aufstellen? Ja, warte mal. Ich will noch ganz kurz gucken, wo finde ich denn diese ganzen Peitschensachen? Weil angeblich muss ich die lernen. Oder muss man die upgraden? Weil wir haben nur Rohlederfesseln. Nee, du hast doch schon bessere Fesseln gebaut. Ja, Rohlederfesseln. Und wenn ich auf das Neue gehe, Kettenfesseln, Wissen erfordert Lederfesseln. Das scheint da noch andere zu geben. Okay. Warum frage ich gerade mich, wo muss ich das lernen? Wahrscheinlich beim Leibeigenen. Ja, den Punkt suche ich gerade. Bau wird's nicht sein. Ah, wir brauchen das größere Rad der Schmerzen, das Ganze ab Level 50 bauen. Ah, fuck it. Ich bin erst 45. Shitte, da musst du so lange durchhalten, Junge. Kein nichts für. So, erstmal Pferdchen aufbauen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es ja. Ist das ein Harz? Oh, wir haben Harz.
Ah, willkommen im Harz. So. Ja, das habe ich doch extra für isoliertes Holz gemacht. Super, super, super. Weil ich damit irgendwas bauen wollte. Und ich habe vergessen, was es war, weil das eine Woche her ist. Das ist ein Balkon. Wo wollen wir die Stelle denn bauen? Warte, ich komme kurz raus. Neben den großen Eingang hier? Oh, das ist riesig. Wir haben noch genügend Platz hier oben. Ich würde sagen, hier so schräg vielleicht, neben der Mauer? Nein. Ich hole die Pferdchen. Ach, wir haben ja das Problem. Hey, nicht ausreichend mit dem Boden verankert. Das ist ja... Das ist scheiße. Das ist so Dreckkackepisse. Toll. Ja gut, dann machen wir es wie im Wilden Western. Ich mach's direkt vor der Mauer. Okay, ich gehe ganz langsam mit den Pferdchen. So. Kann sich nur um Stunden handeln, bis ich da bin. Machst jetzt hier so schräg vor der Mauer. So. Sieht nicht so toll aus, aber ist modern. So. Zwischenzeitlich kann ich aber schnell gehen. Kann ich ja gar nicht hochgehen. Wie doof ist das denn? Scheiße. Ich hätte es tiefer bauen sollen. Ja, nee, die Stufen sind zu hoch. Der hat 4-5 Stufen. Das sieht voll scheiße aus. So, und er braucht... Kannst du den nochmal aufnehmen? Gucken wir mal. Nee, ich kann ihn zerstören. Oh. Ah, nee, das ist doof. Dann lassen wir den erstmal so. Wir bauen ihn später um. Vielleicht kann man den tiefer setzen mit den Stufen. Das sieht ja scheiße aus. Aber ich will erstmal die Pferdchen reinballern. Achso, der andere Tierpferd ist ja hier unten. Ich hole die Pferdchen schon. Ach so. Ich habe alle. Hast du auch... Ich gehe nur langsam. Hast du auch hier das grüne Zeug? Nee, das grüne Zeug habe ich gerade nicht bei mir, aber ich wollte es erstmal mit drin. Ja, ich sammle einfach mal ein bisschen was Pflanzenfaser. Pflanzenfaser. Wie, da passt nur ein Pferd rein? Wollt ihr mich verarschen? Was, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ein Pferd. Wir haben drei. Also Rinde funktioniert auf jeden Fall. Ja? Ja. Vielleicht wird's... Ich habe da jetzt ein flinkes... Aber hier oben werden auch 5 Slots angezeigt und ich kann da keine... rein. Dann baue ich ein zweites. Ja, das ist doch doof. Ich habe nur... Ja, also zwei müssen wir haben. Ja, aber sonst bauen wir hier erstmal eine Kiste hin und packen die Folien erstmal in eine Kiste. Wir haben doch irgendwo noch eine kleine Kiste. Ja, warte, ich bring sie. Ich habe nur Angst, dass sie sterben, die Tiere. Ja, kann ich verstehen, aber was soll ich machen? Ich kann nur ein Pferd hier reinpacken. Ich hab eine Kiste. Da steht nicht genug Platz im Inventar. Da brauchen wir bestimmt irgendwie einen Pferdeflüsterer für oder so. Oh, das kann es sein. Das ist dann so ein Pferdeflüsterer, ja. So, hier. So ein... Kiste. Chatgear oder... Nee. Keine Ahnung, welcher das war. Nochmal. Ich habe auch keine Ahnung, wer mit den Tieren da gesprochen hat. Ich habe den Film nie gesehen. War nicht Richard Gere. Ich habe keine Ahnung. Es war ein Liebesfilm. Da bin ich raus. Oh. Scheiße, welcher war das doch? Oh, ich habe den doch gesehen, diesen dämlichen Film. Manu. Du hast ihn dir angeguckt? Wir haben den mal im Englisch-LK geguckt. Glaube ich. Ich glaube, es war der Englisch-LK. In irgendeinem Kurs haben wir den mal geguckt. Robert Redford. Ja klar, wäre ich sofort drauf gekommen. Du bist ja nackig. Ja, meine Rüstung ist so ein bisschen alles so ein bisschen kaputt. Bevor ich Sklaven zertrümmer, muss ich erstmal mich reparieren. Ach, da kann ich ja stumpfe Pfeile mitnehmen. Ja. Dann brauchst du ja keinen. Dann brauchst du ja keinen Knüppel. Und wir beim nächsten Sandsturm verziehen wir uns mal nicht. Wir ziehen dann die Masken auf. Ja, genau. Ach, ich wollte ja eine Sandsturmmaske haben. Hast du keine?
Wir liegen doch irgendwo welche. Ja, ich habe diese Seetmaske, habe ich. Aber ich will eine Sandsturmmaske. Ich habe auch die Seetmaske. Aber die soll ja reichen. Ja, aber ich möchte nicht die Seetmaske. Ich möchte eine Sandsturmmaske. Na gut, dann nehme ich deine komische Seetmaske. Genau. Seetmaske. Auch wenn ich jetzt da, ja. Du bist doch jetzt Mitglied. Du gehörst zu uns. Ach ja, du mein hast... Herz schlägt aber immer noch für Mitra. Kannst, ist mir doch wurscht, was dein Herz schlägt. Hauptsache, du hast zu uns. Hauptsache, du denkst mal dran, hier Teamspeak-Knopf zu drücken. Oder besser. Tu ich, du Teamspeak-Knopf. Ich hab dich gerade nicht gehört, mein Freund. Ja, meine Freundin, ich höre dich auch manchmal nicht. Ja. So, Iro, hier hast du was zum Knüppeln. Oh. Mir aber auch sonst was zum Knüppeln mitnehmen und meiner Tussi was zum Knüppeln geben. Ich sehe gerade, die Knüppel müsste ich mal reparieren. Tussi würde auch eine Eisenkeule mitnehmen. Warum ist hier Färbemittel drin? Wir haben keine eine Färbemittel. Ahnung, warum du da Färbemittel reingetan hast. Wir haben eine Färbemittelkiste, genau. Und ich brauche unbedingt Schleim. Schleimsuppe. Nee, die nicht. Ich meine jetzt hier für meinen Leuchtstab. Achso, dann müssen wir irgendwann mal wieder Leuchtschleim organisieren. Wir haben ja nicht mehr so viel. Ich gehe da mal kurz. Haben wir noch einen Eisenknüppel für Tussi? Wir hatten vier. Ich habe einen. Irgendwer muss noch ein Eis. Habe ich den zwei gegeben? Haben. Nee, ich habe. War noch vier da. Ich habe mir nur einen genommen. Ja, ich auch. Vielleicht hat hier noch irgendeiner der Sklaven so Host oder so, vielleicht. Nee. Iro? Komm mal her. Habe ich dir zwei gegeben? Der hat nur einen. Hast du da vielleicht einen gegessen? Ah, ups. Alter, der Kellner, unser Dreierkellner hat eine völlige Lektion. Nee. Uns fehlt ein Knüppel. Kannst nein, der ist hier in der Werkbank des Folterers. Musste mal genauer gucken. Und? Nee, ich hab ihn aus Versehen rausgeworfen. Er lag neben dem Werkbank. Guck nicht so. Ich springe hier mal runter und gucke mal, ob ich da Leuchtschleim finde. Leuchtschleim! Leuchtschleim wächst nur in Höhlen. Ah, das sehe ich auch gerade. Hier ist nichts. So, ich nehme den Träger mit. Ja, der konnte tragen und und knüppeln. Oh ja, den kann gleich vier Sklaven. Ah, nee. Die können wir leider nicht so reinpacken. Ach so, ich brauche ja noch Fesseln. Ja. Schmied, wir brauchen ja eigentlich alles neu, ne? Ich möchte eigentlich keine Zweier mehr haben. Ein Tänzer mit so einer Platte auf dem Kopf. Geht. Ja. Bragoras, der Bäcker. Ach ja, den wollte ich ja haben. Den ja, Bravo. Können wir machen. Aber hier sind gleich 4-5 Leute drumherum. Ja. Lieber... Zimmermann Stufe 3. Ja, den hätte ich auch noch gern. Müssen wir leider... Warte mal, Zimmermänner... Wollen wir vielleicht die Zimmermänner als erstes knüppeln? Was haben wir hier noch? Schmied 2, Schmied 2. Ja, die Schmiedtypen will ich nicht haben. Oder wir machen erst die Schmiedetypen weg. Ja, uns greift alles an, wenn wir hier was angreifen, von daher. Ah. Dann Attacke, wir knüppeln. The name of Set, identify yourself. Einer macht vom Grayskull. Ich zerknüppel euch. Blood of the Serpent, enemies at the gate.
glaube, ich werde gerade zerknüppelt. Oh. Ich weiß überhaupt nicht, wer hier wer ist. Ich werde gerade mächtig zerknüppelt. Muss mich mal kurz heilen. Jetzt werden unsere Sklaven bestimmt zerfickt. Ihr kriegt das hin! Ihr kriegt das hin! Warum heil ich nicht? So, die stumpfen Pfeile und unsere Sklaven. Haben's so, gekriegt. Schmied 2. Schmied 2. Hier, den wollten wir. Zimmermann 3. Dann nehme ich die mal mit. So, dann würde ich noch den Koch vielleicht. Nimm den erstmal. Soll ich einen Schmied irgendwie mitnehmen? Ja, als Backup. Die liegt lustig, die nehme ich. Fällt auch gerade ein, wir müssen irgendwie Fleisch braten. Ich habe nichts mehr zu essen. Ja, musst du nur oben in den Herd gucken. Da ist noch was. Okay. Also Zimmermann ist schon mal und Backup-Schmied. Dann hol ich mal was zu essen. Oh, nämlich mal so gekochten Fisch mit. So, dann holen wir uns jetzt einen Bäcker. Ja. Er macht uns ein tolles Essen. Ja, lecker Brötchen. Ich hätte auch noch mal gern einen geilen Kämpfer. T3 oder T4 so. Der eine, wir brauchen mehrere. So, hier wird uns gleich wieder alles angreifen. Bei oben sind auch Leute. Ich hätte auch mal einen Bogen mitnehmen sollen. Also ich würde dann beim Bäcker loslegen. Ja, mach mal. Komm grad nicht durch. Wo rennt der hin? Mich blutend. Was macht mein Sklave? Wo ist der? Okay, ich muss einen taktischen Rückzug machen. Oh, das wird nichts. Mit taktischer Rückzug, ich bin taktisch tot. Komm zurück, du Feigling! Ach, jetzt hab ich die Schnauze voll. Jetzt bin ich natürlich, habe ich wieder einen Fehler ever gemacht. Bleibst du mal stehen? Tot? Nein, unser Träger. Ist tot? Nein, ich lebe noch. So, der Bäcker ist ohnmächtig. Ja. Aber da sind 4 Typen. Ja, dann töte sie.
es sind sogar 5. Okay, die ersten gehen weg, die interessiere ich nicht mehr. Scheiße. Ich warte hier einfach, bis ich die nicht mehr interessiere und weg. Oder ich schnapp mir einfach den Bäcker und lauf ganz schnell raus. Asten. Ja, ich bin da einfach reingesprungen und hab die ganz schnell gebunden und bin weggelaufen. Das ist so. Leider ist der Träger tot, aber wenn die Sklaven sowieso nach und nach verschwinden, dann... Ja, können wir auch einen neuen Träger beholen. Das ist trotzdem ärgerlich, weil der Stufe 3 war, aber... Gut, wenn die sowieso verschwinden, dann hat man halt keine Zeit, eine Bindung zu dem aufzubauen. Ja, das stimmt. Wie zu Horst. Oh, Horst. Genau. Unsere kleine, geliebte Lusche. Er war einer unserer ersten. Achso, du kannst. Achso, nee, du bist jetzt gerade wieder weg. Sonst hätte ich gesagt, kannst du ja unseren Sklavenmeister da wieder ans Rad der Schmerzen schicken. Ich bin gerade wieder weg. Falls du es nicht mitgekriegt hast, ich bin gestorben. Ja, hätte ja sein können, dass du noch in der Basis bist. Nein, ich bin leider wieder in die scheiß alten Basis gespawnt. Scheiße. Wir haben ja neue Dings aufgesetzt, glaube ich, ne? Wir brauchen hier neue Dings. Wie heißen sie gleich? Betten. Danke. Ich habe das alte gleich zerstört, damit das nicht nochmal passiert. Da ging mir auf den Sack. Ich kann hier auch einfach ein neues Bett bauen, dafür hättest du das alte nicht kaputt machen müssen. Doch, ich war wütend. Okay, das ist was anderes. Irgendwas musste dran glauben, weil jetzt muss ich wieder hier elendig weit laufen. Okay, ich baue ein neues Bett. Ich habe kein Licht. Es ist dunkel. Ich baue ein neues Bett. Mach das mal. Und ich würde sagen, in der Zeit machen wir jetzt mal einen Break. Und ich versuche mal irgendwie nach Hause zu finden. Oh, hoffentlich haben wir noch eine Tierhaut. Ja, haben wir. Ich habe auch noch mal was mitgebracht, noch mal Tierhaut. Aus der alten Basis, so um die 100. Wenn es nicht Leder, ich meine Tierhaut. Ja, ich rede auch von Tierhaut. Ja, dann würde ich sagen, geht's nächstes Mal weiter. Haben wir schon für nächstes Mal einen Plan? Nö. Okay, dann, ja. Liken, kommentieren wie immer und der noch nicht abonniert hat, einfach mal ein Abo dalassen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.